Wir freuen uns jetzt auf den Vortrag von Anne und ich sage, Anne Kunert, Bühne frei, heute in Lila. Herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank, Herr Linde. Vielen, vielen Dank dem Team im NIFPE und hiermit also ein fröhliches Hallöchen aus Berlin. Ich habe also heute die Aufgabe, über das Thema zu sprechen, wie können wir Kinder in Krisen, und ich ergänze immer Kinder in Krisen und Katastrophenzeiten, ein bisschen besser zu begleiten und doch auf das ein oder andere nochmal gezielt zu achten. Was könnten da nochmal ein ganz paar wichtige Punkte sein an der Stelle? Was könnten gute Tipps sein? Was könnte Werkzeug sein? Und das ist etwas, was ich bei uns im Institut schon eine ganze Weile bearbeite, womit ich mich tatsächlich aber auch schon länger als seit 2015 beschäftige. Und das Erste, was ich mich gefragt habe, als ich das für heute vorbereitet habe, war überhaupt, wenn es darum geht, Kinder in Krisenzeiten gut vorzubereiten oder zu begleiten, auf welche Themen könnte man sich da eigentlich konzentrieren? Weil das hat ja unglaublich viele Schnittmengen zu Themen. Da könnte man jetzt über Resilienz sprechen und über die Frage, wie kann man da die Widerstandskraft der Kinder stärken? Das habe ich aber schon mal gemacht, deswegen wird es heute einen anderen Schwerpunkt geben. Man könnte über die Begleitung von Familien sprechen, ne? Wie man alle Familien dabei gut mitnehmen kann, insbesondere betroffenen Familien. Aber auch dazu gibt es schon ganz, ganz viel Materialien. Man könnte auch über den Kinderschutz sprechen, der hier natürlich wahnsinnig relevant wird, weil wir überlegen müssen, warum ist es so wichtig, Sicherheit zu gewähren, insbesondere für Kinder, die aus verunsichernden und unsicheren Gebieten kommen. Aber wir wollen uns eher auf die zwei grünen Themen konzentrieren heute, nämlich auf die Frage, was ist Angst, was ist Stress, was ist Trauma, wieso kommt das gerade jetzt auch in diesen Krisen, Katastrophenzeiten mit dem Thema Krieg auch nochmal mehr ins Bewusstsein der Fachkräfte? Wieso stellen sich da auch gerade so viele Fachkräfte die Frage, wie gehen wir mit der Angst von Kindern um? Wie gehen wir mit unserer eigenen Angst um? Und ein zweiter großer Schwerpunkt wird uns heute beschäftigen, nämlich, ist das ein Thema für die Kita, ja oder nein? Denn das ist etwas, ich lächle deswegen so, weil ich diese Frage schon so häufig gestellt bekommen habe in den letzten 4, 5 Wochen, dass immer mehr Familien sagen, wir möchten nicht, dass das künstlich thematisiert wird in den Einrichtungen. Wir möchten nicht, dass unsere Kinder damit thematisch in Kontakt kommen. Und die Frage ist also, die wir uns am Ende auch stellen, gehört das Thema und demzufolge auch gehört politische Bildung und Demokratiebildung in die Kita und in die Kindertagespflege, in die Schulen, in die Horte sowieso? Und wie kann das gelingen? Deswegen also folgender inhaltlicher Aufbau jetzt gleich. Und ich sage an der Stelle auch, Sie bekommen natürlich wieder das Handout und diese Folien als Material über das NIFPE zur Verfügung gestellt. Also Sie müssen jetzt keine Angst haben, alles ganz schnell mitschreiben zu müssen. Wir gucken also gleich als allererstes auf die Frage, was ist Angst und wie kann man das nochmal ein bisschen besser für sich sortieren und in den Kontext von frühkindlicher Bildung, Erziehung und Begleitung stecken. Als zweites geht es um die Frage Strategien in der Praxis, also was bedeutet das jetzt eigentlich für betroffene Kinder, die von Krisen- und Katastrophenzeiten, also mit dem besonderen Blick auch auf die Kriegssituation in der Ukraine, was bedeutet das für die betroffenen Kinder und was bedeutet das für die nicht betroffenen Kinder, die Kinder, die hier bei uns in Deutschland schon seit etlichen Jahren in den Einrichtungen sind und das jetzt medial hören. Was bedeutet das für die Kinder? Und als dritten Punkt geht es mir um die Frage, Worte finden oder Worte erfinden. Wie erkläre ich Kindern Krieg? Das macht im Moment sehr, sehr viele Fachkräfte unsicher, weil sie merken, offenbar habe ich das noch nicht oft gemacht in meinem Leben, denn deswegen habe ich auch nicht sofort ein Portfolio, habe ich nicht sofort Sprache, habe ich nicht sofort Argumente und ich sag mal ganze Redewendungen parat, die mir helfen, das Thema den Kindern zu erklären. Das haben wir bei anderen Themen viel besser parat. Und da muss die Frage sein, warum
ist das Thema manchmal auch ein bisschen unbequem. Was ist denn da eigentlich los? Und zuletzt, wie gesagt, politische Bildung in der Kita? Ja, nein, vielleicht, oder? Vielleicht können wir ja dazu nachher auch dialogisch diskutieren. Wie gesagt, wir sind ja tatsächlich gar nicht so eine große Truppe. Ich fange mal an mit, was ist Angst eigentlich? Und grundsätzlich kann man erst mal sagen, das können Sie übrigens alles wunderbar auch noch mal nachlesen bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Oder ich habe, als ich auch noch mal nachgeschaut habe, lustigerweise die Apothekenumschau. Ich weiß nicht, ob Sie dieses Wahnsinnsmagazin kennen. Meine Mutter hat das immer aus der Apotheke geholt. Da sind auch viele Artikel für Eltern drin gewesen. Warum ist Angst erstmal eine normale Reaktion? Angst ist also grundsätzlich eine Reaktion auf Gefahr, die wir jetzt unabhängig vom Alter alle kennen. Und das soll uns Menschen dabei helfen, entweder, das sind so Strategien, die wir haben, entweder die Ursache der Gefahr auszuschalten oder ihr zu entkommen. Man sagt, die Reaktion, die wir üblicherweise auf Angst haben, ist Fight or Flight, ne, die zwei Fs. Und das sind tatsächlich auch Strategien, die wir haben, ne? Also Flight heißt, sich dem zu, ich sag mal, dem zu entkommen das sozusagen von sich fernzuhalten. Und Fight halt bedeutet, die Gefahr abzubauen, sich ihr zu stellen oder sie eben gar auszuschalten. Nun ist das so, dass wir, wenn wir uns das mal in der frühkindlichen Bildung angucken und in der vor allen Dingen frühkindlichen Entwicklung, dass Kinder von Beginn an immer wieder Angst haben und manchmal auch in Kombination, dass Ängste auch gern mal in Kombination miteinander auftreten. Es ist tatsächlich so, dass viele Kinder gerade so in dem zu Beginn des Ende des ersten Lebensjahres häufig auch Angst haben vor fremden Menschen. Ja, sie kennen das, vor fremden Gegenständen, vor lauten Geräuschen, vor Höhen. Das ist ein bisschen auch zu fassen unter dem Oberbegriff Neophobie, also die Angst vor etwas Neuem. Wenngleich wir das in der frühkindlichen Entwicklung noch mal ein bisschen differenzierter und genauer uns angucken. Aber es ist halt so, dass diese komplexe und sehr abstrakte Welt gerade so in den ersten ein bis fast zwei Lebensjahren ja massiv auf diese Kinder einwirkt und dass deswegen natürlich vieles, was fremd ist, vieles, was neu ist, erstmal Ängste hervorruft. Und was machen wir dann? Wir versuchen sozusagen, uns an die Menschen zu wenden, bei denen wir das Gefühl haben, da ist es sicher. Das sind meistens die, die uns anlächeln, das sind die, die uns in den Arm nehmen, das sind die, die uns füttern. Im Kleinkindalter dann, im Kita-Alltag, haben Kinder dann häufig auch mal Angst vor Tieren, vor der Dunkelheit, vor dem Alleinsein, also all diese abstrakten Momente zum Teil sogar, die sie erstmal in ihrer kindlichen Wahrnehmungswelt noch nicht so genau fassen können, für die sie noch nicht so viele Erklärungsmodelle und Erklärungshypothesen haben, weil es einfach noch ein bisschen zu abstrakt ist, um das zu verstehen. Und ich habe Ihnen mal eine Grafik mitgebracht, das können Sie noch mal ein bisschen genauer gucken unter dem Link, den ich Ihnen da unten mit reingestellt habe. Und da sehen Sie noch mal, dass gerade am Anfang diese Urängste vorhanden sind als ein ganz wichtiger Schutzmechanismus bei Kindern. Und der muss übrigens auch als solcher akzeptiert werden. Ja, also es ist tatsächlich so, dass wenn wir so ganz klein sind und uns dann auch klammern, dass manchmal die Erwachsenen sagen, ach komm, jetzt halt mich doch nicht so doll fest. Aber die Kinder machen das aus einem Angstbedürfnis heraus und brauchen da auch tatsächlich die Begleitung der Erwachsenen. Je älter wir werden, ne, kommt erst diese Kontaktverlustangst, also was ich nicht sehe, ist nicht mehr da. Deswegen haben wir ja auch in den letzten Jahrzehnten die Hypothese, dass Kinder das Alleineschlafen nur lernen, wenn man sie bewusst ganz früh schon alleine lässt, dass das nicht unbedingt stimmt. Da gibt es ja mittlerweile viele verschiedene Ansätze, die Kinder dabei begleiten können, auch immer mal sich partiell weiter weg und alleine Räume zu erschließen, ohne dass die Erwachsenen dabei sein müssen. Dann gibt es die klassische 8-Monats-Angst, das Fremdeln. Da gibt es ja gerade an den Unis ganze Seminare zu. Und je älter die Kinder also werden, desto mehr wird diese Angst, bekommt hier auch einen größeren Raum. Also desto mehr wird es fassbarer, beziehungsweise desto mehr wird es auch reeller insofern, als dass die Kinder komplexere Zusammenhänge verstehen.
Gleichzeitig ist das aber tatsächlich so, dass gerade im frühkindlichen Bereich, also im Kita-Alltag, im Elementarbereich, ne, jetzt sind wir nicht mehr im Krippenalter, dass hier auch so eine Phase ist, wo Kinder Angst haben vor Fantasiegestalten, zum Beispiel vor Monstern, vor Geistern, vor Gespenstern. Das hat ganz unterschiedliche Gründe, das hat manchmal auch unterschiedliche Ursachen. Auch das hat manchmal einfach damit zu tun, dass sie in Entwicklungsphasen sind. Denn je mehr Kinder sich entwickeln, gerade wenn große Veränderungsprozesse anstehen, desto schneller ist doch an der einen oder anderen Stelle mal eine Angst zu finden. Im Grundschulalter dann haben die Kinder mittlerweile dann auch mehr Angst vor so schulbezogenen oder gesundheitsbezogenen Themen. Ja, Angst vor schlechten Noten, Angst, dass man nicht genug Freunde findet oder dass man sich verletzt. Das sind dann so Themen, die gerade in der Grundschule ein Thema werden. Und Sie können das wirklich noch mal genauer nachlesen bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die einfach sagen, besonders neue Anforderungen können dazu beitragen, dass die Kinder noch mal vermehrt Angst haben, dass sie dann plötzlich nicht gut schlafen können. Das betrifft übrigens auch Teenager. Also das hört eben nicht einfach so auf, wenn wir Kind sind, sondern das haben wir auch manchmal als Erwachsene. Ich habe einige Kolleginnen erlebt, die jetzt nach der Corona-Zeit wieder anfangen, in Präsenzveranstaltungen umherzufahren und plötzlich so eine nicht fassbare Angst entwickelt haben, kann ich das überhaupt noch? Ich war jetzt 2 Jahre gar nicht unterwegs, schaffe ich das überhaupt noch? Hat sich so viel verändert, dass ich das nicht verstehen kann. Nun ist es so, dass das überhaupt nicht förderlich ist, wenn wir den Kindern eine angstfreie Umgebung ermöglichen, weil es die auch nicht geben kann. Wir sollten das auch ehrlich gesagt gar nicht erst versuchen, denn Angst und der Umgang damit, die Strategie mit Angst umzugehen, nämlich entweder zu kämpfen oder dem zu entkommen, das gehört zur Entwicklung dazu und das ist auch nötig, dass wir das lernen. Warum, erkläre ich nachher nochmal. Und da hilft es dann leider überhaupt nicht, wenn Erwachsene sagen, ach, ich guck mal, dass das Kind sich gar nicht wehtun kann oder dass immer alles hell ist beim Schlafen oder das trägt nicht unbedingt dazu bei. Gleichzeitig hilft es aber auch nicht, wenn wir zu den Kindern sagen, stell dich mal nicht so an. Da musst du jetzt durch. Ich bin als Kind groß geworden mit der Formulierung, da muss er durch, der Lurch, wenn er Frosch werden will. Oder ne, wenn du heiratest, tut es nicht mehr weh oder nur die Harten kommen in den Garten. Das waren alles so Sprüche, die legitimieren sollten, dass ich mich gefälligst nicht so anstellen sollte und ich soll nicht so viel Angst haben. Das wäre ja völlig kindisch, obwohl ich ein Kind war. Und da wissen wir mittlerweile, wie wichtig das ist, dass wir die Ängste der Kinder ernst nehmen und dass wir sie darin begleiten. Dass wir sie nicht damit abtun, indem wir sagen, stell dich nicht so an, das ist schon nicht so schlimm. Weil Angst ist irrational, natürlich, aber sie braucht trotzdem eine Begleitung. Es ist ein Gefühl, was ich habe. Und so wie wir die Kinder auch trösten bei Trauer, so wie wir die Kinder auch trösten bei Schmerz, braucht es auch hier eine Begleitung der Erwachsenen, die die Kinder einfach stärkt in ihrem Angstgefühl und sie dabei begleitet, Strategien zu finden. Nun gucken wir nochmal vermehrt auf das Thema, was uns hier besonders beschäftigt, nämlich Krieg, Katastrophe, Krise. Und wie ich eingangs sagte, brauchen wir hier den doppelten Blick. Den doppelten Blick insofern, als dass wir einerseits gucken auf die betroffenen Familien und Kinder, also von Krieg betroffenen Kindern und Familien, und andererseits auf die nicht betroffenen. Denn alle beschäftigt dieses Thema, aber aus ganz unterschiedlichen Perspektiven heraus. Und die Familien und die Kinder brauchen an der Stelle auch zum Teil etwas Unterschiedliches. Und deswegen kann es nicht die eine Antwort darauf geben, was brauchen Kinder in diesen Krisenzeiten, sondern wir müssen eher gucken, welche Kinder brauchen erfahrungsgemäß vielleicht an der ein oder anderen Stelle etwas Besonderes, die Extrawurst. Da ist sie wieder. Denn wir müssen ganz deutlich natürlich vor Augen haben, wir haben einerseits einzelne Kinder mittlerweile in den Einrichtungen, die tatsächlich Verstörendes, zum Teil Dramatisches erlebt haben, die zum Teil die Sprache nicht kennen, die zum Teil das Schriftsystem noch nie gesehen haben, weil sie kyrillische Buchstaben gewöhnt sind, die auch überfordert sind vielleicht mit der Gestaltung der Kindertagesbetreuung. Das ist ja hier ein bisschen anders vielleicht als in der Ukraine.
Und deswegen braucht es hier ganz besonders viel Geduld und auch immer wieder das Auge, was zugedrückt wird, das Hühnerauge, was zugedrückt wird, die Extrawurst, die gegeben wird, um den Kindern die Möglichkeit zu geben, anzukommen. Dasselbe gilt natürlich auch für die entsprechenden Familien, die mit hinten dran hängen. Es kann sein, dass diese Familien vielleicht auch nicht jeden Tag total fröhlich bei ihnen stehen, vielleicht manchmal auch ärgerlich sind, vielleicht auch manchmal gar nicht wissen, wohin mit ihrem Frust und den ausgerechnet nun bei ihnen lassen und auch hier geduldig zu bleiben und auch hier die Extrawurst zu gönnen, das wird ein großer Spagat, insbesondere weil wir natürlich alle wissen, wie die Rahmenbedingungen aktuell in den Einrichtungen aussehen. Was heißt das also aber auch für die Kinder, die nicht betroffen sind? Auch hier gilt es, die Extrawurst muss sein. Warum? Weil wir einerseits Kinder haben, die vielleicht schon 2015, 2016 Aufluchterfahrungen gemacht haben und die vielleicht an der einen oder anderen Stelle sich plötzlich wiederfinden in einer ähnlichen Atmosphäre und das gar nicht richtig für sich verpacken können. Wir haben vielleicht auch mit Familien zu tun, die das erinnert an ihre eigene Flucht. Wir haben aber auch mit Familien zu tun, die 2 Jahre Corona hinter sich haben und im Moment das Gefühl haben, jetzt kommt schon wieder die nächste Herausforderung für mein Kind, nachdem wir kaum Kindertagesbetreuung hatten. Und das heißt, wir sind im Moment in dieser Situation mehr denn je in der Verantwortung, wirklich nochmal über Extrawürste nachzudenken und Geduld ganz oben anzuhängen. Übrigens nicht nur für die Kinder, die Familien, egal ob betroffen oder nicht, sondern auch für uns. Wir befinden uns im Moment wirklich in Zeiten, die ganz schön viel von uns verlangen und die eine große Tüte Geduld und Entschleunigung brauchen. Und jetzt komme ich nochmal zu dem doppelten Blick. Denn wenn wir ganz ehrlich sind, braucht es nicht nur die Brille für die Betroffenen und die Nicht-Betroffenen. In der Tat ist das so, dass wir in der aktuellen Situation, und das ist in einigen Kitas mittlerweile schon großes Thema, ich habe einige Kitas in der Begleitung, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, und da ist es so, dass einerseits zwar auf die Betroffenen des Ukraine-Konflikts und Kriegs geguckt wird, andererseits sich aber auch Familien zu Wort melden, Familien ihre Stimme erheben, die andere Fluchthintergründe haben und die sagen, wir finden das ungerecht, wie im Moment die Situation ist. Und zwar nicht, weil den Geflüchteten das nicht zustünde, sondern sie brauchen absolute Unterstützung, aber wir brauchen das auch. Und die Frage ist tatsächlich, und da empfehle ich nochmal bei UFUG nachzulesen, das ist ein Verein in Berlin, die ganz viel rassismuskritische pädagogische Arbeit leisten und auch viele Informationen zur Verfügung stellen, die sagen, es ist ganz wichtig, wenn wir über diese Kriegszeiten sprechen und über die Frage, wie können wir Kinder und Familien in diesen Zeiten gut begleiten, brauchen wir auch eine rassismuskritische Perspektive. Auch wenn das natürlich ein Thema ist, was uns nicht allen immer gut, ich sag mal, gut liegt oder für uns bequem ist, aber es braucht die Diskussion. Es braucht den Diskurs darum, gab es und gibt es einen unterschiedlichen Umgang mit ukrainischen und anderen Geflüchteten, wie zum Beispiel 2016. Und wenn es ihn gab, wie gehen wir offen und transparent damit um? Ist es ein Problem zu sagen, da gibt es keinen Unterschied. Denn die betroffenen Familien merken das und damit es nicht zu Konflikten der Familien und der Kinder in der Einrichtung wird, müssen wir das immer als Folie mitdenken, wenn wir in dieses Thema einsteigen. So, und jetzt gucken wir mal noch ein bisschen genauer auf die Betroffenen selbst, die zum Teil jetzt, zum Teil aber auch schon aus anderen Gründen bei uns angekommen sind. Und ein ganz wesentlicher Aspekt ist an der Stelle auch mal das Thema Trauma in den Fokus zu nehmen. Nun sage ich gleich an der Stelle, ich bin keine Traumapädagogin und ich bin immer sehr vorsichtig in der Erklärung dazu, was ist Traumapädagogik und wie funktioniert das, woran erkenne ich Traumata und eine PTBS. Aber was man an der Stelle schon mal sagen kann, ist, dass es eine Unterscheidung gibt zwischen Trauma und Stress.
Denn diese sehr belastenden Situationen, zum Beispiel auch was Angst auslöst, kann zur Folge haben, dass wir auf altbewährte Strategien zurückgreifen, auf sogenannte Coping-Strategien. Das ist dann für einen Moment sehr belastend, das führt zu Stress, ne? Sie kennen das, wenn ein äußerer Stressor von uns eine spontane Bewertung und eine spontane Reaktion hervorruft. Und wenn wir da Bewältigungsstrategien haben, wie ich stelle mich dem entgegen, ich traue mich oder ich mache was dagegen oder ich entziehe mich dem, ich fliehe, dann sind das Coping-Strategien. Schlimmer und dramatischer wird es, wenn wir vor lauter Hilflosigkeit und auch vor lauter Belastung und vor lauter Angst erfrieren. Wenn wir, man nennt es Freeze, wenn wir vor lauter Situation keine Strategie mehr haben, sondern wirklich hilflos dem Ganzen gegenüberstehen. Man nennt das dann Freeze und Fragment. Und das sind vor allen Dingen die Situationen, mit denen wir zum Teil zu tun haben, Menschen, die das erlebt haben. Und ich sage Ihnen das nochmal so explizit, weil hier nochmal deutlich wird, dass wir immer mal wieder sehr belastende, oder nicht alle von uns natürlich im gleichen Rahmen, aber gerade hier ist das auch nicht für alle Familien gleich. Also nur in Anführungszeichen, nur weil wir Familien haben, die aus Kriegsgebieten geflohen sind, heißt es nicht gleich, dass alle diese Familien Erfahrungen gemacht haben von Trauma, sondern wir haben zum Teil auch mit Familien zu tun, die haben an der Stelle schon über Coping-Strategien verfügt. Das können wir aber von außen nicht sagen. Das können die Familien zum Teil selber gar nicht genau sagen. Deswegen ist das so wichtig, dass wir in dem Zusammenhang beobachten. Und insgesamt die Traumapädagogik als auch, das können Sie in vielen zahlreichen anderen Veröffentlichungen nachlesen, ich habe da gleich noch eine Studie für Sie, sagt im Grunde, aus einem Trauma heraus, also aus der Situation heraus zu erfrieren, zu erstarren und nicht zu wissen, was ich machen soll, kann erstmal eine akute Belastungsstörung erwachsen, die sich aber manchmal dann auch nach der Zeit gibt, wenn ich dann in Sicherheit bin und eine Alltagsroutine entwickeln konnte, die mir wieder festen Boden unter den Füßen gibt. Wir haben aber mit Betroffenen zu tun, die aus diesem Trauma heraus eine eventuelle posttraumatische Belastungsstörungen entwickeln, was sich dann manchmal darunter zeigt, dass man Albträume hat, Schlafstörungen, dass die Kinder manchmal überreizt sind oder das Interesse verlieren, dass sie aggressiv sind oder in den Rückzug gehen. Und weil das sehr breit gefächert ist, ist es wahnsinnig schwierig, da tatsächlich genau sagen zu können, ist es das oder nicht. Und ich sagt da immer sehr explizit auch zu den Fachkräften in den Einrichtungen, dass wir nicht in den Kitas arbeiten, um zu diagnostizieren. Unser Job ist nicht, eine Diagnose zu erstellen, sondern unser Job ist, die Kinder zu begleiten und das nur als Hintergrundwissen im Kopf zu haben, dass wenn Kinder sich aggressiv verhalten oder aggressiver, als sie das vielleicht erwarten, oder wenn Kinder besonders müde sind, dass wir an der Stelle mehr Geduld zeigen müssten, weil es könnte sein, dass eventuell eine posttraumatische Belastungsstörung dahinter stecken könnte. Und das wäre ja auch dann etwas, wo wir sagen würden, da müssen wir am Ende mit umgehen und dem Kind einfach entgegenkommen und die Extrawurst gönnen. Dr. Christiane Hofbauer hat bereits 2016 dazu ein Buch geschrieben, im Herder Verlag erschienen, Kinder mit Fluchterfahrung in der Kita, hat da einen Leitfaden nochmal geschrieben, den ich an vielen Stellen tatsächlich sehr hilfreich finde. Und sie hat auch geschrieben, zu Traumafolgestörungen bei Kindern mit Fluchterfahrung gibt es einige Untersuchungen, die jedoch teilweise zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Und das stützt sie, und das ist ganz spannend, auf eine Studie von Martina Ruf, Maggie Schauer und Thomas Elbert von 2010. Sie haben hier unten im Link auch die Studie, die Sie da kostenfrei als PDF sich herunterladen können. Und der Titel der Studie ist Prävalenz von traumatischen Stresserfahrungen und seelischen Erkrankungen bei in Deutschland lebenden Kindern von Asylbewerberinnen. Und sie haben 101 Kinder untersucht, Kinder und Jugendliche untersucht im Alter von 7 bis 16 Jahren, die Fluchterfahrung gemacht haben und in Gemeinschaftsunterkünften mit ihren Familien zusammen leben in Baden-Württemberg. Haben diese Kinder befragt, haben da eine Untersuchung gemacht und haben festgestellt, 78% all dieser Kinder und Jugendlichen hatten mindestens ein traumatisches Erlebnis. 20% von denen haben
diagnostiziert eine posttraumatische Belastungsstörung. Damals 2010. Das heißt, auch hier kann man erstmal davon ausgehen, dass nicht automatisch, und das will ich an der Stelle nochmal sagen, es geht mir nicht um Relativierung, es geht mir nur darum, dass wir nicht in die Sackgasse tappen, automatisch immer zu Schlussfolgern, weil Menschen sehr dramatische, sehr traumatische Erfahrungen gemacht haben, muss sich daraus automatisch eine PTBS entwickeln. Denn das hat was damit zu tun, auf wie viele Schutzfaktoren auch, auf wie viele Resilienzfaktoren die Kinder zurückgreifen, die Jugendlichen und Familien zurückgreifen. Jetzt gucken wir mal auf die nicht betroffenen Kinder, denn auch die müssen bei uns eine große Rolle spielen. Das sind ja die Kinder, die da sind, die größtenteils da sind in den Einrichtungen. Und auch die sind im Moment bei dem, was sie hören, was sie medial sehen, sehr irritiert, können verunsichert sein, stellen Fragen und haben vielleicht auch unterschiedliche Informationen von Eltern bekommen. Ich weiß, dass einige Kolleginnen von Ihnen aus einer Einrichtung bereits mit Fragen sich ans NIFBE gewandt haben, mit dem Hinweis, könnte die Referentin dazu auch noch mal was sagen. Zum Beispiel, wie gehen wir damit um, wenn Kinder zum Beispiel auch mit offenbar falschen Informationen in die Einrichtung kommen, weil sie das von zu Hause mitbringen, ja? Also das heißt, wir haben mit auch nicht betroffenen Kindern zu tun, die auf jeden Fall mit Informationen sich an uns wenden. Wir haben andererseits mit Familien zu tun, die überhaupt nicht wollen, dass wir das Thema bearbeiten. Die sagen, das muss noch nicht mit Kindern besprochen werden, die sind dafür noch zu klein. Wenn die Kinder keine Fragen stellen, dann lasst das doch bitte liegen. Ihr habt doch jetzt wirklich andere Themen. Die haben jetzt gerade Corona erlebt, 2 Jahre. Ist es nicht an der Zeit, dass wir jetzt mal über Käfer und über Blätter und über andere Sachen sprechen? Und dann gibt es tatsächlich auch Fachkräfte, die das stützen und sagen, ja, wir finden auch, das Thema muss nicht künstlich in die Einrichtung gebracht werden. Das ist erstmal so eine Art Ist-Stand. Das ist das, was in den unterschiedlichsten Einrichtungen auch an Rückmeldungen ankommt, dass sie also eine große Spannbreite haben von Eltern, die sich wünschen, dass wir aufklären, und Familien, die sagen, wir möchten das nicht, dass wir einerseits Fachkräfte haben, die sehr gut aufgestellt sind und dazu was sagen können, und andererseits Fachkräfte haben, die ganz verunsichert sind. Was sind jetzt unsere Strategien in der Praxis? Was gilt jetzt für uns Erwachsene in erster Linie, für uns Erwachsene in der konkreten pädagogischen Arbeit? Das allererste, was passieren muss, bevor ich mich diesem Thema, auch diesem Thema Krieg und Frieden, wirklich nähere, ich muss erstmal meine eigenen Ängste und Sorgen wahrnehmen und reflektieren. Inwiefern bin ich betroffen? Inwiefern fühle ich eine Betroffenheit aufgrund anderer Gründe? Inwiefern habe ich vielleicht auch Kontakt zu der einen oder anderen betroffenen Gruppe? Das muss erstmal für mich klar sein, weil das natürlich nochmal deutlich macht, auf welchem Filter ich dann arbeite. Ne, was ist meine Schablone, auf der ich auch eine aktuelle Situation bewerte? Und wenn ich das reflektiert habe, ist das auch wichtig, dass ich das mit meinen Kolleginnen bespreche und das auch transparent mache, auch sichtbar mache. Zum Teil auch sage, das Thema fällt mir schwer, weil. Es ist ja völlig legitim zu sagen, mir fällt das Thema schwer. Es braucht nur an der einen oder anderen Stelle auch Erklärungen für die Kolleginnen. Und ich erlebe schon in den letzten Wochen Fachkräfte, die manchmal so ein bisschen das Argument vorschieben, die Kinder brauchen das noch nicht. Und bei Nachfrage bekomme ich die Antwort, naja, eigentlich möchte ich das Thema nicht haben. Und deswegen ist das von mir ein Appell nochmal an die Fachkräfte, sich so ein bisschen den Mut in der Hosentasche zu schnappen und ruhig ehrlich zu sein und zu sagen, ich komme mit dem Thema nicht so gut zurecht. Das ist doch völlig okay. Dann kann das Team, dann können Sie als Einrichtung auch nochmal besser damit umgehen. Dann ist es wichtig, dass wir Alltag und Normalität bewahren, dass wir nicht in eine Hysterie verfallen, die uns plötzlich in so einen Aktionismus bringt, sondern wichtig ist, ruhig Blut, Alltag weiterführen, Normalität bewahren. Das ist für alle Kinder wichtig, das bringt Sicherheit, das macht deutlich, erstmal ändert sich nichts. Alles läuft erstmal weiter. Ich weiß, das ist unter der Brille, was in den letzten 2 Jahren los war, sowieso total schwierig, weil immer noch viele Fachkräfte krank sind oder nicht da sind. Und dennoch ist es wichtig, dass wir, soweit es geht, normalen Alltag weiter gestalten.
Und dann ein Tipp übrigens von einem Verein hier in Berlin, die beraten alle Grundschulen und Kitas und schicken so regelmäßig Infobriefe auch an Eltern raus, die gesagt haben, bleiben Sie auch als Erwachsene mit den Kindern in Bewegung. Gerade jetzt, wo es viele Zeiten gibt, die sie verunsichern, brauchen wir Sonne, brauchen wir die Bewegung draußen, brauchen wir Dopamin, brauchen wir die Botenstoffe. Und wir sollten nicht so viel am Tisch sitzen und miteinander sprechen, sondern ruhig auch ein bisschen in Bewegung bleiben. So albern es vielleicht auch klingt. Dann empfehle ich immer, Wissen anzueignen. Das Schöne ist, dass NIFBE hat an der Stelle ja einen extra großen Blog zu Krieg und Frieden in der Kita. Da sind Veranstaltungshinweise, das muss ich jetzt vielleicht nicht alles aufzählen, das können vielleicht die Kolleginnen des NIFBE nachher selber nochmal machen. Ich finde das großartig, ich gucke da auch immer nach, weil ich da viele tolle Informationen und Materialien finde. Ich empfehle auch nochmal den Text hier von Iris Nentwich-Gesemann zum Beispiel oder auch von der Uni in Ulm zum Beispiel. Die haben sehr gute Hinweise nochmal gegeben, wie man mit Kindern über Krieg sprechen kann. Und dann hat auch die DKJS, die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung, auch allerhand an Materialien zusammengestellt unter ihrem Schwerpunkt der Willkommenskitas. Die sind vor allen Dingen in Trier, in Sachsen-Anhalt, in Sachsen vertreten. Das ist ein besonderes Projekt. Und da gibt es, wie gesagt, diese Willkommenskitas und die haben ein großes Padlet mit ganz, ganz vielen Informationen. Was mir auch sehr geholfen hat und was ich immer sehr empfehle, ist das Buch von Sigrid Schmidt-Traub zum Thema Selbsthilfe bei Angst im Kindes- und Jugendalter, weil das auch ein Ratgeber ist für Familien und für Eltern und nicht nur für uns Kolleginnen im Fachdiskurs. Ich selber mache ja auch an der einen oder Stelle immer noch mal vertiefende Seminare und Kurse zum Thema Krisenzeiten. Und dann gibt es einen ganz, ganz großartigen Podcast von der Franka Cerutti. Ich weiß nicht, wer sie von Ihnen kennt. Der Podcast heißt Psychologie to go. Und sie hat eine extra Podcast-Folge gemacht, wie du mit Kindern über Katastrophen sprechen kannst. Nehmen Sie sich ruhig mal Zeit, circa 48 Minuten, setzen Sie sich aufs Sofa, wenn es irgendwie geht. Ich finde das großartig, weil eben das ganz, ganz viele Hinweise dafür gibt und dazu gibt, wie wir mit Kindern das gut thematisieren können. Was können wir denn strategisch gesehen mit allen Kindern machen? Und da kann man groß zusammenfassen, fragen Sie nach, was die Kinder eigentlich wissen. Wir unterschätzen manchmal, was Kinder wie Schwämme aufnehmen, wie groß die Ohren der Kinder sind, wie groß die Augen der Kinder sind, was sie alles wahrnehmen. Und deswegen fragen Sie nach, was weißt du denn eigentlich schon? Und dann können Sie auf die Fragen der Kinder antworten und tun Sie das auch. Und ich finde es immer ganz schwierig, wenn Erwachsene sagen, da bist du noch zu klein. Sondern wenn Kinder Fragen haben, dann beschäftigt sie das Thema und dann haben sie es verdient, dass sie eine Antwort darauf bekommen. Ja? Das hat was mit Gleichwürdigkeit zu tun, finde ich, dass wir Kinder achten, dass wir sie in ihrer Würde achten und dass sie es uns wert sind, dass wir antworten. Wer eine Frage stellt, hat eine Antwort verdient. Es gilt aber auch, nicht nur auf die gestellten Fragen zu antworten, sondern auch auf die nicht gestellten Fragen. Viele, viele Kinder haben Hypothesen, beschäftigt das Thema. Sie haben aber nicht unbedingt die Worte, das zu formulieren. Sie haben vielleicht nicht immer den Raum, das zu formulieren. Sie haben vielleicht auch nicht die Beziehung zu den Erwachsenen, das zu formulieren. Und das heißt, die Frage muss sein, wie kann ich das auch thematisieren, ohne dass es ein großes Schwerpunktthema wird in der Einrichtung, aber so, dass die Kinder auch zu Informationen kommen, selbst wenn sie die Frage nicht stellen. Denn eins können wir ganz sicher sagen, dass diese Kinder ja häufig nicht in einer Glasglocke leben, sondern diese Kinder in allen Einrichtungen bekommen an der einen oder anderen Stelle Informationen dazu und sei es, dass sie die Informationen von anderen Kindern in der Einrichtung bekommen. Und dann gilt es, dass wir das berücksichtigen und dass auch wenn die Kinder keine Fragen stellen, dass wir sehr aufmerksam sind. In der Einrichtung neben meinem Büro spielen die Kinder seit Wochen die russischen und die ukrainischen. Und das spielen die aber wirklich immer nur dann, wenn die Fachkräfte nicht gerade in der Gegend sind. Ich kann das so genau sehen, weil ich ja direkt daneben bin.
Und das finde ich interessant, dass die Kinder offenbar irgendwie ein Radar dafür haben, dass es legitim ist, das zu spielen, wenn die Erwachsenen nicht dabei sind. Wenn die Erwachsenen dabei sind, halten wir uns ein bisschen ruhiger. Jetzt kann ich natürlich nicht sagen, was in den Räumlichkeiten passiert, weil ich das nur beobachte, was draußen passiert. Aber sobald Erwachsene kommen, erstirbt dieses Spiel und sie spielen was anderes. Und das finde ich interessant, weil die Fachkräfte es zumindest außen nicht formulieren. Dann ist es wichtig, dass sie Gefühle zulassen und dass sie Gefühle thematisieren, aber mit Bedacht. Ich sage das nochmal, unser Job ist, Kinder pädagogisch zu begleiten. Wir sind in der Erziehung, Bildung und Begleitung von Kindern. Wir sind keine oder die meisten, ich bin es nicht, Psychotherapeutinnen. Und das heißt, sie müssen also sehr aufmerksam sein und sehr vorsichtig sein mit dem, was sie bei Kindern auch anregen, vielleicht auch lostreten, auch bei Eltern. Und deswegen sprechen sie lieber mit Kolleginnen genau ab, wann sie welches Thema, gerade bezogen auf Krieg und Frieden, wie sie das bearbeiten wollen, wie sie das zulassen wollen, bevor sie vielleicht etwas auslösen, was dann eine Reaktion hervorruft, mit der sie nicht gerechnet haben. Und dann sehen Sie schon meinen Pfeil, lösungsorientiert bleiben, mit den Kindern aktiv werden und ihnen das Gefühl geben, wir können etwas tun. Und da ist auch direkt der Verweis zur Resilienz, weil das sind natürlich genau die Resilienzfaktoren, die es auch braucht, um Widerstandskraft überhaupt auszubilden, beziehungsweise die wesentlicher Bestandteil von Widerstandskraft und eigener Resilienz sind. Und als letztes auch das Spielen um diese Kriegssituation hilft den Kindern auch in der Verarbeitung. Ich habe ja gerade gesagt, die Kita, die ich da beobachte, aus dem Fenster heraus, offenbar spielen die Kinder das immer dann, wenn die Erwachsenen nicht in der Nähe sind. Und wichtig ist aber, dass wir solche Spiele begleitet, aber trotzdem zulassen, damit die Kinder eine Chance haben, das, was sie erleben, was sie sehen, zu verarbeiten. Es gilt also für alle Kinder, dass wir sie dabei begleiten, dass wir mit den Kindern optimistisch bleiben, dass wir Gespräche anregen, wo wir Dinge erklären und auch sagen, es verändern sich bestimmte Situationen, dass wir aber dennoch auch Probleme richtig einordnen und sagen, der Krieg ist in der Ukraine, das ist ganz schön weit weg immer noch von hier, das ist nicht eben um die Ecke, dass wir zum Beispiel auch sagen, guck mal, du bist jetzt hier zum Beispiel in Niedersachsen, wie lange braucht das eigentlich von Niedersachsen, bis du an die polnische Grenze kommst, wie lange braucht das nochmal bis an die ukrainische Grenze, das ist so weit, da brauchst du dir erstmal gar keine Sorgen machen, dass das sofort bei dir zu Hause ist. Gucken Sie, dass Sie mit den Kindern Netzwerke bilden, dass die Kinder untereinander auch Netzwerke bilden und all das ist ja das, was wir in der ganzen Resilienztheorie auch immer wieder empfehlen. Ich bin große Verfechterin und großer Fan von Kinderbüchern, weil mir das häufig Inhalte gibt, Argumente gibt, Sprache und Worte gibt, wie ich das besser erklären kann, weil auch mir manchmal die Worte fehlen. Und tolle Kinderbücher zu dem Thema, Irgendein Berg zum Beispiel, wo sich zwei verschiedene Dörfer angreifen, die einen auf dem Berg, die anderen unten am Berg. Ich mag auch sehr das Kinderbuch Hier kommt keiner durch, hat den Deutschen Jugendliteraturpreis gewonnen, wo jemand die Grenze dicht macht und keiner weiß, warum niemand mehr durchkommt. Für ältere Kinder, so ab 6 Jahre, da gehen diese Bücher aus dem Gabriel Verlag ganz gut. Wie ist es, wenn es Krieg gibt? Oder Alle da, da wird auch nochmal Migration ein Stück weit mit erklärt. Also wir sollten uns nicht scheuen, auch Kinderbücher, Kinderliteratur als Werkzeuge mit zu nutzen, um die Situation zu erklären. Zudem gibt es ja auch bei der Sendung mit der Maus, Logo, also auch über unterschiedliche Medien gibt es ja viele Informationen, die uns helfen können, Worte für das zu finden, was wir da erklären sollen. Und insbesondere für die betroffenen Kinder gilt, dass wir hier Alltag und Normalität schaffen müssen, schaffen sollten, dass wir an allen möglichen unterschiedlichen Stellen die Widerstandskraft der Kinder stärken müssen. Sie kennen das von Emmy Werner. Es braucht mindestens eine erwachsene Person, die dir das Gefühl gibt, du bist richtig und du bist wichtig und schau mal, was du kannst. Und was auch wichtig ist, insbesondere für die betroffenen Kinder, ist, dass wir einen Fokus legen auf das Thema Gefühle. Ich meine nicht das Thema Krieg.
Ich meine das Thema Gefühle. Ich meine die Auseinandersetzung mit, was fühle ich, wie geht es mir gerade. Das ist wichtig, dass die Kinder Worte für das bekommen, wie es ihnen geht. Das ist übrigens für alle Kinder richtig und wichtig und notwendig, aber insbesondere für die betroffenen Kinder. Und dann ist es auch hier wichtig, dass sie Möglichkeiten schaffen, in denen diese Kinder auch wieder handlungssicher agieren können, wo sie das Gefühl haben, ich bin hier nicht ausgeliefert, ich kann was, ich verstehe was, ich kriege das auch allein hin. Und da sind wir bei dem Schwerpunkt Selbstwirksamkeit, wesentlicher Bestandteil auch von Partizipation. Ich kann das allein. Das macht mich wieder handlungssicher, das gibt mir wieder festen Boden unter den Füßen und dann kann ich auch besser in die Lernsettings einsteigen. Ich habe Ihnen noch zwei, drei Hinweise mitgegeben. Viele von Ihnen werden das vielleicht mittlerweile selber recherchiert haben, dass zum Beispiel hier der Reise Know-how Verlag, da hat man die Möglichkeit, wenn man das als PDF runterlädt für 1 Cent, hat man ein ukrainisch-deutsches Wörterbuch zum Beispiel. Das kann man ganz gut machen. Und hier ist das Padlet, von dem ich Ihnen erzählt habe. Ich habe auch den Link unten reingestellt, der Willkommenskitas. Da finden Sie auch nochmal ganz, ganz viel Materialien, wo Sie ein Bildwörterbücher, also Informationen, Übersetzungsmöglichkeiten, wo Sie andere weiterführende Texte dazu finden, unter anderem aber auch der Vortrag von Dr. Udo Bär. Also das ist ein ganz, ganz tolles Padlet, was Ihnen da kostenfrei zur Verfügung gestellt wird. Das empfehle ich sehr. Und wie ich bereits gerade sagte, es geht darum, Worte zu finden. Es geht darum, dass wir das Thema auch benennen, so schwer es uns auch fällt. Und was da helfen kann, sind erstmal solche Fragen auch sich selber zu stellen. Was ist Flucht? Was ist das? Und wieso müssen vor allem auch Kinder in Sicherheit kommen? Und sind alle Kinder auf der Welt in Sicherheit? Wie funktioniert Krieg? Ja, die Iris Nentwich-Gesemann erklärt ja in ihrem Text, dass man das zum Beispiel an einem Fußballspiel total gut erklären kann. Es gibt eigentlich Regeln, es gibt unterschiedliche Parteien und trotzdem halten sich nicht alle daran. Wie kann man damit umgehen? Um irgendwie, so abstrakt es auch ist, den Kindern das irgendwie zu erklären. Nun sage ich an der Stelle, dass es wichtig ist, auch zu gucken, in welchem Entwicklungsstand sind die Kinder. Natürlich sprechen sie, das ist wahrscheinlich völlig klar, mit Krippenkindern oder mit Dreijährigen anders über das Thema als zum Beispiel mit Sechsjährigen. Wo wir sagen würden, gerade mit Dreijährigen ist es umso wichtiger, über die Gefühle zu sprechen und über Angst zu sprechen und darüber zu sprechen, dass man da was machen kann, wenn man Angst hat, während man mit Sechsjährigen das Thema Krieg und Frieden schon mal viel mehr aufgreifen kann. Ja? Und auch hier, bevor Sie sofort in die Erklärung gehen, erstmal nachfragen, was hast du schon zu Hause gehört? Was haben Mama und Papa vielleicht schon dazu gesagt? Was weißt du denn schon? Denn wie gesagt, die Kinder wissen mehr, als wir manchmal meinen. Und was immer ein guter Tipp ist, ist an den Referenzen und dem Erleben der Kinder anzusetzen. Ja, ich habe zum Beispiel ja auch mit afghanischen Kindern gearbeitet, schon vor etlichen Jahren. Und da war auch immer die Frage, was ist denn das Krieg? Und ich habe immer versucht zu erklären, wisst ihr eigentlich, wie Streit entsteht, bevor man zu Krieg kommt? Und manchmal kann auch aus Streit dann mehr werden. Und das ist etwas, was die Kinder erstmal kennen. Sich streiten und Konflikte haben, das kennen die Kinder. Und dass es manchmal auch ernst wird. Und dann zu sagen, wenn die, die Streit haben, große Bestimmerinnen zum Beispiel sind, ja, über ein ganzes Land bestimmen, und über Länder und Grenzen und Menschen streiten, dann kann das zu Krieg werden. Und dann kann das auch tatsächlich zu Gewalt werden. Und dann den Kindern zu erklären, was ist das eigentlich? Und tatsächlich ist es so, das sagt auch, wenn wir uns die Gewaltstatistik angucken, dass auch wenn wir das nicht wollen, aber doch sehr viele Kinder auch tatsächlich eine Idee davon haben, was bedeutet Gewalt. So. Ich komme zum letzten Punkt, zu der Frage, gehört nun denn politische Bildung in die Kita? Muss denn das Thema überhaupt thematisiert werden? Tut das Not, dass wir das überhaupt besprechen? Und ich habe Ihnen mal eine Grafik mitgebracht von der Berghof Foundation, die einfach mal grafisch illustriert haben, wie viele
Kriege und bewaffnete Konflikte allein 2020 geherrscht haben, zumindest die auch beforscht worden sind. Und da sehen Sie, das sind über 25, 26, fast 30 bewaffnete Konflikte und Kriege, die weltweit herrschen, die in den meisten Fällen nicht immer präsent bei uns in den Medien auftauchen, die wir auch gar nicht immer präsent vor Augen haben, wenn man nicht gerade in der Friedensforschung ist. Und das heißt, grundsätzlich sollte eigentlich das Thema weltkriegerische Auseinandersetzung einen ganz kleinen Anteil in der Einrichtung und in der Bildung überhaupt spielen, weil auch das gehört dazu, wenn wir Kindern die Welt erklären wollen. Und wir haben, und das ist wichtig, ja immer schon auch und nicht erst jetzt und nicht erst 2015, Kinder auch in den Einrichtungen, die Fluchterfahrung haben machen müssen, Kinder, die zugewandert sind. Das heißt, auch hier haben wir immer wieder auch mit Kindern zu tun, die da Erfahrungen machen mussten. Und deswegen stellt sich tatsächlich für einzelne Kollegen auch gar nicht die Frage, sollten wir das thematisieren oder nicht, weil die das schon immer auch als Thema haben. Und dann habe ich mal in die Bildungspläne reingeguckt für diesen Vortrag und wollte mal wissen, inwiefern ist das auch so ein bisschen Auftrag in unseren einzelnen Bildungsplänen. Man kann das zum Beispiel gut nachlesen im hessischen Bildungs- und Erziehungsplan. Aber ich habe jetzt mal explizit Berlin und Hamburg rausgesucht, weil ich da sowieso gerade unterschiedliche Materialien raussuche. Und man kann zum Beispiel nachlesen im Berliner Bildungsprogramm, da steht, dass die Fachkräfte sich verständigen sollen mit den Kindern über Grundwerte eines demokratisch verfassten Zusammenlebens. Das ist ganz schön wild formuliert, aber wir sehen ganz unten auch, dass es Aufgabe der Fachkräfte ist, die Kinder mit Themen herauszufordern, die für den Lebensalltag der Kinder bedeutsam sind und vielleicht auch bedeutsam werden. Und ähnliches auch in den Hamburger Bildungsempfehlungen, wo auch nochmal drin steht, dass es Aufgabe der pädagogischen Fachkräfte im Elementarbereich ist, Vorbild zu sein und mit den Kindern auch über aktuelle Ereignisse zu sprechen. Auch philosophische Gespräche zu führen über Gott, die Welt, Krieg und Frieden. Das heißt, wir können uns also schon mal an der Stelle gar nicht so einfach rausschälen aus der Situation und aus dem Thema und können also nicht einfach sagen, das ist Thema der Familien. Das überlassen wir den Familien, sondern wir wissen und deswegen ja auch dieses Schwerpunktthema vom NIFPE, Demokratie, demokratische Teilhabe, Zivilcourage ist gelernt, muss gelernt sein. Das ist uns nicht in die Wiege gegeben und nur weil die Themen uns unbequem sind, nur weil wir nicht genug Worte dafür haben, dürfen wir nicht einfach sagen, das müssen mal die Familien klären. Das muss also völlig klar sein. Und wenn wir dann mal auf alle Kinder schauen, stellen wir fest, wir haben ja nicht ohne Grund im Moment einen großen Diskurs, der sagt, wir sind Bildungseinrichtungen. Wir sind nicht das Bällebad, wir sind Bildungseinrichtungen. Und dazu gehört, dass wir Informationen zur Verfügung stellen, dass wir Informationen richtig stellen, dass wir den Kindern Informationen an die Hand geben, um die Welt zu begreifen. Und das bedeutet sachlich richtig zu formulieren, das bedeutet fachlich zu sein, das bedeutet zu kommentieren entsprechend des Alters der Kinder, aber das heißt auch an dieser Stelle, wenn ich den Bildungsauftrag ernst nehme, dann muss ich auch Bildungsmaterialien und Themen zur Verfügung stellen, selbst wenn die Kinder nicht danach fragen. Denn Kitas, Horte, das sind keine Schonräume. Das kennen wir schon aus der vorurteilsbewussten Bildung und Erziehung. Und auch hier an dieser Stelle gilt es wieder genauso, dass Kitas, Horte, Kindertagespflege, die ganze Kindertagesbetreuung bildet doch reelle gesellschaftliche Zusammenhänge ab und auch die Dynamiken ab. Und deswegen brauchen wir Fachkräfte, die einen kritischen Blick haben und eine klare Position, die sich also auch zivilgesellschaftlich positionieren an der Stelle und zwar entsprechend der Menschenrechts- und Kinderrechtskonvention. Das ist unsere Grundlage, unser Kinderschutzgesetz, unsere Verfassung, die wir haben. Das ist unsere Grundlage, auf der wir operieren und hier ist ganz, ganz klar, welche Position wir zu beziehen haben und warum das wichtig ist, dass wir das bereits in den Kitas thematisieren.
Und abschließend haben wir ja nicht ohne Grund die UN-Kinderrechtskonvention unterschrieben. Und in Artikel 13 steht drin, dass die Kinder das Recht haben auf Meinungs- und Informationsfreiheit. Und das heißt nicht nur, dass die Kinder ihre Meinung sagen dürfen. Das Recht schließt auch die Freiheit ein, sich Informationen und Gedankengut jeder Art zu beschaffen, zu empfangen und weiterzugeben. Die Kinder haben entsprechend dieses Artikel 13 das Recht, an Informationen zu bekommen, ohne dass sie immer danach fragen müssen. Sondern es ist unser Bildungsauftrag, den Kindern dies zur Verfügung zu stellen. Und unser Job ist zu gucken, wie bereiten wir das so auf, dass es den Kindern keine Angst macht, sondern dass sie einfach ein Stück dieser Welt besser begreifen. Und ich ende mit Astrid Lindgren und ihrer wunderbaren Rede Niemals Gewalt, die nun Gott sei Dank nochmal richtig schön auf einer Website aufgearbeitet ist unter www.niemalsgewalt.de. Und sie hat ja 78 schon gesagt, Politik in der Kita, niemals Gewalt. Wie aber sollte das geschehen und wo sollte man anfangen? Ich glaube, wir müssen von Grund auf beginnen, bei den Kindern. Die jetzt Kinder sind, werden ja einst die Geschäfte unserer Welt übernehmen, sofern dann noch etwas von ihr übrig ist. Sie sind es, die über Krieg und Frieden bestimmen werden und darüber, in was für einer Gesellschaft sie leben wollen. In einer, wo die Gewalt nur ständig weiter wächst, oder in einer, wo die Menschen in Frieden und Eintracht miteinander leben. Und ich finde das ein wunderbares Abschlusswort, um zu verstehen, warum politische Bildung in die Kitas gehört und warum wir das gar nicht wegdenken können. Denn das ist nun mal gelernt demokratische Teilhabe. Das müssen wir von Beginn an mitdenken. Und damit Kinder mündige, demokratische Bürgerinnen werden, brauchen sie das von Beginn an. So, vielen Dank fürs Zuhören. Hier noch eine ganz kleine Auswahl, weil Sie so viele andere Materialien und so viele andere zusätzliche Informationen haben, dass ich hier noch ein paar andere Sachen zusammengestellt habe. Vielen, vielen Dank. Und jetzt stoppe ich mal meine Präsentation und gucke mal in das Gesicht der Kolleginnen vom NIFPA. Hallo, Gerlinde. Hallo. So, jetzt kommt der Moment des heißen Stuhls, oder? Ah, das ist völlig entspannt. Ich sage erstmal ganz vielen Dank, Anne, für für dieses Kaleidoskop, wie du auf dieses Thema geguckt hast, weil es wirklich von der individuellen Angst über den institutionellen Kontext, den Fachkräfte zu verantworten haben, bis hin zu, was ist eigentlich was wir uns in diesem Bildungsauftrag auch individuell als Fachkräfte erlauben dürfen. Und was ist die Kernsituation, für die wir Verantwortung haben? Also ich finde, das ist mit all den Studien und dem Unterfüttern und ein paar Links und auf der Chatseite, ich habe die rechts, ich weiß nicht, wo andere die haben, hatte mein Kollege jetzt auch die Links reingestellt, dass Sie die sofort, ich sag mal, auf Ihren Rechnern aufmachen können, um sie da zu speichern, falls Sie da morgen schon mit Kolleginnen oder so drüber gucken wollen. Vielen, vielen Dank. Also ich glaube, vor uns liegt ein bunter Teppich und Sie als Fachkräfte können an dieser Stelle jetzt noch mal gucken, welchen Faden, den Anne Kunert uns angeboten hat, wollen Sie aufnehmen oder eine Rückfrage stellen? Wo sind Sie gerade? Dann stellen Sie diese Frage, diese Anmerkung gerne in den Chat. Die erste Rückmeldung kommt schon. Es war ein sehr bereichernder Vortrag, weil er, glaube ich, genau dieses Kaleidoskop, dieses Bunte gezeigt hat. Jetzt gucke ich noch mal eben auf den Chat. Noch tut sich nichts. Wir haben aber ja im Vorfeld, das kommt gar nicht so oft vor, sage ich Ihnen an dieser Stelle mal, aber wir freuen uns darüber, eine Kita, die im Vorfeld Fragen gestellt hat, weil sie als Team betroffen ist. Und zwar ist das eine Kita aus Kitzingen. Ich glaube, das liegt in Baden-Württemberg, oder? Da müssten jetzt die Damen der Kita Alemannenstraße mal eben Hurra schreien oder sagen, na, Frau Schmidthodt, Ihre Geografiekenntnisse können Sie noch weiterentwickeln. Besuchen Sie uns doch mal.
Sie haben zum Beispiel gefragt, was ist eigentlich, wenn Kinder mit Unwahrheiten kommen? Also wenn sie mit Behauptungen kommen, die in ihrem Elternhaus diskutieren. Ah, in Bayern, Unterfranken. Okay, das war jetzt Möb. geografisch wirklich nicht so ganz da, wo ich sie hingesteckt habe. Entschuldigung. In Niedersachsen würde mir das nicht passieren. Also wie gehen wir mit Aussagen und vielleicht auch heftigen Statements von Kindern um, die sie mit in die Kita bringen, die sie aus Diskussionen der Eltern, ich sag mal, abends in der Nachbarschaft oder aufgefasst haben, wo sie gemerkt haben, da ist viel Emotionalität drin, die nehmen Kinder dann ja mit und sie bringen sie mit in die Kitas und dann braucht es ja manchmal so das Regulativ oder eine Beantwortung einer solch emotionalen Situation durch die Fachkräfte. Hast du da einen Rat, hast du einen Tipp, an welcher Stelle da was sinnvoll ist? Ich sage aber vorneweg, das ist auch ein Thema, was wir eigentlich schon lange kennen in den Kitas. Als ich in der Kita gearbeitet habe, hatte ich öfter mal Kinder, die zu mir gesagt haben, Anne, wenn du Schweinefleisch isst, kommst du in die Hölle. Auch das ist ja eine heftige Aussage von Kindern, mit der wir immer mal wieder zu tun hatten in meiner Einrichtung. Ich weiß nicht, wie das in anderen ist. Und da gibt es ja viele Einrichtungen, die sowas schon lange mitbringen. Das ist das eine. Und was sich da immer schon bei mir bewährt hat, ist erstmal ruhig bleiben. Das fällt uns schwer, weil das ein so emotionales Thema ist. Aber es ist ganz wichtig, dass wir an der Stelle uns nicht verrennen argumentativ, sondern immer im Kopf haben, ich habe hier unter Umständen einen Vierjährigen vor mir oder einen Fünfjährigen. Ich muss jetzt keine politische Diskussion mit einem 45-jährigen Vater führen, ich habe hier einen Vierjährigen vor mir. Ganz ruhig. Und das ist das Allererste, was man sich immer im Kopf immer wieder bewusst machen muss. Und das, der nächste Schritt muss dann sein, zu überlegen, und deswegen habe ich das so ausführlich nochmal auch als Position gebracht. Wir sind eine Bildungseinrichtung und unser Job ist, für sachlich korrekte Informationen zu sorgen. Und auch an der Stelle bestimmte Informationen zumindest mal in eine Kontroverse zu bringen, weil wir ja nicht im luftleeren Raum schwimmen. Es ist nicht egal, was wir Kindern in der Einrichtung sagen, sondern on top ist nun mal unsere Verfassung, die uns auch bestimmte Informationen vorgibt. Und deswegen habe ich den Kindern immer gesagt, das kann sein, dass du das zu Hause so gehört hast. Ich habe zu Hause, höre ich auch manches. Und es kann auch sein, dass das bei euch zu Hause so gilt. Hier würde ich das anders sagen, bei uns hier in der Einrichtung, bei uns hier in der Kita, ich kann dir das anders erklären. So. Und das ist manchmal tatsächlich so, dass du mit Erwachsenen zu tun hast, die Sachen unterschiedlich erklären. Das muss aber nicht unbedingt schlimm sein, sondern wichtig ist, dass wir beide mal zusammen, ich bin mit Kindern immer in die Recherche gegangen. Denn das ist ja eine der Grundkompetenzen, das hat ja Corona gezeigt, eine der Grundkompetenzen, die Kinder zukünftig brauchen, ist nicht unendlich viel Wissen aufzusaugen, sondern ist zu wissen, wo sie das Wissen finden. Recherche, also Recherchekompetenzen, das wird es sein, was Kinder zukünftig brauchen. Und umso wichtiger also zu sagen, ach, das ist ja interessant, was du gehört hast zu Hause. Ich würde das so und so erklären. Also das ist das, was ich den Kindern hier sage. Lass uns doch mal zusammen nachschauen. Und hier auch die Kinder übrigens nicht mit sehr gruseligen YouTube-Videos zu beschallen, sondern man kann das ja gleich als eine Digitalstrategie in der Kita aufgreifen und mit den Kindern sagen, lasst uns doch mal zusammen, da gibt es tolle Materialien von der Sendung mit der Maus, ganz, ganz kurze Häppchen, das kann man mit den Kindern wunderbar aufbereiten und dann mit ihnen ins Gespräch darüber kommen. Und ich glaube, dass sie an der Stelle zumindest schon mal für eine alternative Antwort sorgen können. Wie die Kinder das nachher für sich verarbeiten oder nicht, das steht in den Sternen. Darauf können wir keinen Einfluss nehmen. Das sind ja keine Autos, die wir bauen, sondern es hängt natürlich auch sehr davon ab, in welcher Beziehung stehen sie zu den Kindern. Wenn Kinder nur nur den kleinsten Wind von Missionierung riechen, habe ich erlebt, dass Kinder sehr schnell
sich zurückklappen wie Muscheln und weg sind. Deswegen, es geht also wirklich nicht darum, zu missionieren oder zu sagen, ich weiß es besser als deine Familien, sondern es geht eher darum zu sagen, okay, das ist interessant, du hast es zu Hause so gehört. Hier in der Kita sagen wir das so. Hier in der Kita, das habe ich immer den Kindern bei mir gesagt, hier in der Kita, bei uns ist das okay, Schweinefleisch zu essen. Und die Kinder, die das hier essen, die kommen nicht in die Hölle. Aber wir können da gerne mal drüber sprechen, wo das eigentlich herkommt. Und wenn du da Angst hast, ist das okay. Ich habe überall Schweinchen hingestellt und das ist auch okay, wenn du sagst, dann möchte ich hier kein Schwein, also überhaupt kein Fleisch essen. Ist doch okay. Das ist total in Ordnung. Ich habe aber immer darauf gesetzt und den Kindern gesagt, ich möchte nicht, dass andere Kinder hier Angst bekommen. Ich möchte, dass bei allem, was wir hier sagen, dass niemand soll und niemand darf hier in der Einrichtung Angst haben. Und deswegen möchte ich, dass wir bestimmte Sachen so sagen, dass niemand Angst haben muss. Und darauf können wir, glaube ich, ganz deutlich auch bei den Kindern hinweisen und mit den Kindern Worte suchen. Ich glaube, das gilt es, zu suchen mit den Kindern, wie kann ich das sagen, ohne dass jemand anders Angst haben muss. Und gleichzeitig, ich ergänze es vielleicht nochmal, gleichzeitig ein Gefühl dafür bekommen, dass ich auch selber sprachlos sein darf, eine Zeit lang. Also es ist natürlich ein professioneller Auftrag, in diesen Themen, die auch eine Gesellschaft beschäftigen, auskunftsfähig oder sprechfähig zu sein. Aber dieses Moment von, ich bin auch selber überfordert. Und mich berühren diese Bilder auch. Das wahrzunehmen, und deswegen, da fand ich deinen Hinweis so gut, nochmal zu gucken, besprecht es dann noch erst im Team. Ja. Also bevor man auf das Kind in dieser Situation, die Kollegin aus Kitzingen da jetzt auch gerade so nochmal reingerollt haben, das wirklich zunächst erst, und Sie in Kitzingen besprechen es jetzt nicht nur im Team, sondern Sie besprechen es sogar mit uns. Vielen Dank dafür. Das ist ein kleines Geschenk, dass man diese Sprechfähigkeit sich selber auch erstmal erarbeitet. Weil das ist ja nicht einfach. Es ist eine Krisensituation, es ist eine Bedrohungssituation. Und sie greift diese Urängste, die in uns sind, aber die auch real bestehen, auf. Mhm. Was ich nochmal ganz interessant fand, das könnte ich jetzt nochmal aus dem Praxisbeispiel einflechten. Es lohnt sich, wirklich ganz genau hinzugucken. Weil die Familien, die, ich sag mal, jetzt schon 4, 6, 8 Wochen hier sind, haben auch eine andere Kriegserfahrung und eine andere Fluchtsituation erlebt, als vielleicht Familien, die in den letzten 2, 3 Wochen gekommen sind. Zum Beispiel, also von einer Familie wissen wir das jetzt zufällig, die sind ganz zu Anfang aus Mariupol gegangen. Die Mutter guckt diese Filme noch und ist jeden Tag schlimm erschüttert. Aber dieses Kind ist mit einer der ersten Fluchtkinder oder Flüchtlingskinder gewesen und kriegt natürlich die Ängste der Mutter mit. Das ist auch sehr, sehr viel Übertragung so drin. Aber die Mutter hat für sich da so einen Weg gefunden. Und das Kind ist in der Kita gut angekommen. Das hat keinen Bombenhagel erlebt und, und. Also das heißt nicht, dass alle alles erleben, was auch medial uns an der Stelle berichtet wird. So, sag ruhig. Ich wollte nur noch mal ergänzen zu der Frage auch aus der Kita, aus der Alemannenstraße. Ich mache aber immer einen großen Unterschied zwischen den Familien, die bestimmte Aussagen treffen in der Einrichtung, und dem, was die Kinder sagen. Das will ich an der Stelle noch mal ganz deutlich sagen. Weil auch hier, finde ich, braucht es eine sehr klare Positionierung. Das haben wir auch aus anderen, in anderen Themenfeldern, dass wir immer wieder in die Notlage geraten, dass Eltern sich manchmal auch massiv diskriminierend äußern in den Einrichtungen, und da gilt es auch noch mal positionierter und klarer aufzutreten, als wir es bei den Kindern tun, indem wir da auch ganz klar zum Beispiel auf Hauskonzepte, auf Leitbilder verweisen. Da müssen wir gar nicht persönlich argumentieren, ich will das hier nicht, sondern da finde ich es auch immer sehr charmant und auch sehr ehrlich und klar, wenn sie auf das Hauskonzept verweisen und sagen, hier in diesem Haus möchten wir das nicht. Wir bitten Sie, auf bestimmte Worte, auf bestimmte Themen hier in diesem Haus zu verzichten.
So, und ich glaube, da braucht es gar nicht immer unbedingt eine Erläuterung dazu, nur um das nochmal gerade zu rücken. Weil das eine ist, was die Kinder in der Gruppe äußern, das andere ist, was auch manche Familien äußern. Also ich habe im Moment mit mehreren Kitas Kontakt, wo sich auch Eltern darüber äußern, dass sie das, was in der Ukraine passiert, sehr befürworten und das auch auf einer sehr abwertenden, menschenverachtenden, verbalen Ebene so argumentieren. Und da haben die Kollegen große Mühe, sich den Familien gegenüber zu positionieren und zu sagen, hier in dieser Kita möchten wir diese Aussagen nicht. Und da merken wir, dass wir eben doch politische Bildung machen und dass wir eben doch zivilcouragiert arbeiten müssen, um auch gefährdungssensible, sichere Räume für Kinder zu gestalten. Alle sollen hier sicher sein und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir das im Kopf verankern. Und ist eben auf den Auftrag bezogen. Ne? Ich bin an einer Stelle, weil ich sehe im Chat noch keine Frage. Ach, doch, da ist gerade was gekommen. Muss ich mich mal eben hochscrollen. Wir haben seit letzter Woche viele ukrainische Kinder in der Grundschule. Wie soll man mit der Situation umgehen, dass viele von unseren Kindern Krieg spielen, Actionfilme nachspielen und mit Stöckern als Waffe auf andere Kinder zielen, um sie abzuschießen? Ganz konkreter Beispiel, ganz konkretes Beispiel. Wunderbar, Dankeschön. Ich würde sagen, Frau Bogdanski, an der Stelle ist es natürlich erstmal ganz wichtig, dass Sie beobachten. Dass Sie die Kinder auch dabei beobachten. Das kann zum Beispiel sein, wenn Sie Actionfilme nachspielen, Superheldinnenfilme nachspielen, dass vielleicht sogar die Kinder, die jetzt neu in ihrer Schule auch angekommen sind, dass sie sogar vielleicht mit andocken können, weil sie Spider-Man kennen, weil sie Batman kennen und sagen, ha, das kenne ich, da mache ich mit. Und nur weil wir sofort eine Übertragung sehen, heißt das nicht automatisch, dass das bei den Kindern auch der Fall ist. Es kann sein, dass das Spiel zu Superheldinnen eher zu einem Format von Normalität beiträgt, als dass es die Kinder sofort nochmal retraumatisiert oder nochmal in so einer Erinnerung hervorruft. Das ist das Erste. Also an der Stelle genau beobachten, die Kinder genau in den Blick nehmen und nichtsdestotrotz mal mit allen Kindern nochmal darüber sprechen, wie können wir jetzt einfach zu einer Atmosphäre sorgen, dass alle sich hier wohlfühlen, alle sich willkommen fühlen. Und das ist ja insgesamt schon immer auch ein Thema in den Einrichtungen. Ist es okay, mit Waffen zu spielen? Ist es okay, abschießen zu spielen? Da haben viele Fachkräfte sowieso schon immer Fragen zu. Und es ist doch legitim, mit den Kindern einfach mal, ich sag mal, das Pferd andersrum aufzuzäumen und nicht über Verbote zu sprechen, sondern eher sich zu fragen, was können wir spielen, damit alle Kinder sich im Moment willkommen fühlen. Was können wir miteinander spielen, wo alle Kinder mitmachen können? Dann reden wir nicht darüber, dass bestimmte Sachen verboten werden sollten, sondern wir reden darüber, was ist möglich. Und das gibt den Kindern noch mal eine bessere Idee davon und bringt sie auch wieder in so eine Aktivität hinein, ne? In das Lösungsorientierte. Da sind wir wieder bei Resilienz. Ja, und es reduziert die Kinder, um die man sich ein bisschen mehr sorgt, nicht auf die Rolle, das Kind hat ja Fluchterfahrung. Also das kennt bestimmte Geräuschkulissen oder, sondern wirklich da in der Situation gut zu gucken und weiterzudenken.